Man soll sich, liebe Schwestern und Brüder, mit dem Beschweren ja nicht so lange aufhalten. Aber es ist schon schade, zumindest schade, dass uns der Schluss des Hebräerbriefes, den uns die Leseordnung heute zusammenschneidet, die entscheidenden Passagen weglässt. Natürlich sind immer alle Passagen wichtig. Aber der Eindruck, der hier entsteht, als würde der Hebräerbrief am Schluss noch so eine Ladung moralischer Unterweisungen dieser Gemeinde schicken, der ist eigentlich vollkommen falsch. Dieses Schreiben, das uns jetzt doch einige Wochen begleitet hat, wir haben am Anfang gesehen, da ist es allein der sprechende Gott. Gott spricht, er teilt sich mit in seinem Wort. Und am Ende dieses Briefes, dieses Schreibens, dieser zugeschickten Predigt, ist es allein der handelnde Gott, den Jesus einen Weg gelegt hat durch diese Zeit, durch alle Verunsicherungen hindurch. Und der uns in der Spur Jesu hineinzieht, in seinen Spuren, in seine Gemeinschaft. Und er allein ist es, der alles trägt und der handelt. Und wenn es eine Unterweisung gibt an jene Gemeinde, dann ist es die ausgerechnet, welcher der Vers ist weggeschnitten. Auch da ist die Verwunderung dann doch groß. Nämlich, dass Christentum Gebetsgemeinschaft ist. Die Aufforderung zu unablässigem Gebet, um nämlich den sprechenden Gott zu erfahren, ebenso wie den handelnden. Deshalb heute die Ermutigung dazu, nicht nur die zugeschnittenen Lesungen der Liturgie hier in der Messfeier zu hören, sondern wirklich selber auch die Heilige Schrift aufzuschlagen, um etwa das ganze 13. Kapitel des Hebräerbriefes noch einmal zu lesen. Vieles wird auftauchen, was uns in den letzten Wochen begleitet hat. Aber wenn man den ganzen Text liest, dann stimmen die Akzente. Es sind die Akzente der Ermutigung zu einem christlichen Leben.